Hui und guten Tag und guten Abend oder wann auch immer ihr das Ganze euch anschaut. Zu Let's Play Battlefield Bad Company 2 im Multiplayer. Naja, okay, das muss man jetzt glaube ich auch nicht mehr erwähnen. Ja, wir sind hier auf der Map Atacama Desert und ja, was sind wir dann? Wir sind glaube ich doch, es ist nicht Angreifer oder Verteidiger, sondern wir spielen Eroberungen. Deshalb hätte ich das Sniper eigentlich gar nicht nehmen brauchen. Aber okay, dafür habe ich den schönen Mörserschlag dabei und den werde ich jetzt auch mal auf den nächstbesten Kommandoposten jagen. Und mal eine Waffe, die ich noch nie hier gespielt habe, oder beziehungsweise vielleicht 5 Minuten überhaupt. Und zwar die VSS, die extremste Schnellfeuer-Sniper. Ist das ein Gegner? Nein, das ist... Ach, das war ja Fail. Gegner ausgeschaltet, ist ja alles wunderbar. Und ach so, der lebt ja gar nicht mehr. Ja, ich hab noch aus... Haha, du Opfer, ich hab noch einen Gegner ausgeschaltet mit Non-Scope. Also wenn man ungefähr drauf hat, wo die Waffe hinzielt, dann ist das eigentlich mal gar nicht so schlecht. Und ich werde mal auf den Panzer, oder wo werde ich denn mal hier einen Mörserschlag draufjagen? Joach, ich denk, der kann den vertragen, der hat Spaß dran. Den wird es freuen, wenn ein bisschen hier Gesellschaft von oben kommt und ein Gegner ausgeschaltet. Die Waffe ist ja endgeil. Also, das muss ich echt sagen. Die Waffe ist echt unglaublich gut. Und hier stößt schon wieder so eine Bude ein. Das geht ja alles so extrem schnell. Ja, die haut's aus den Latschen. Ah, und ich muss mal nachladen, würde ich sagen. Aber ohne Munition nachladen ist ja auch so eine schlechte Sache. Deshalb suche ich mir mal irgendwo eine Munitionskiste. Gucke mal, dass ich jetzt nicht direkt von den Gegnern umgenietet werde. Ja, wo haben wir denn eine? Ach, und die Gegner meinen auch wirklich, sie müssten diesen Kommandoposten hier einnehmen. Das werden wir zu verhindern wissen. Na gut, ein bisschen Pistole habe ich ja noch, also muss ich gucken, dass ich mich zurückhalte und wenn ich überhaupt was mache, dann in den Nahkampf gehe oder auch sterbe. Warum nicht? Ja, ah, na, natürlich, okay. Das war der Tank, aber der Tank, das Opfer ist markiert, um es einfach mal so auszudrücken. Ich nehme jetzt einfach mal mehr Granaten mit, weil das 12er Zoom ist so ein bisschen oversized im Moment. Und nein, ich will Heli fliegen, ich will Heli fliegen, ich will Heli fliegen. Alter, ich will Heli fliegen. Ah, na gut, okay. Ist auch okay. Na gut, dann werde ich mir einfach mal hier den Panzer vornehmen. Was haben wir denn da Schönes? So, huch. Wo bin ich jetzt drauf gekommen? Das war wohl die Aufnahmetaste. Ja, da hat es uns aus der Luft gehauen. Weil der Typ mal ein bisschen zu doof war zum Fliegen. Und ich war wohl anscheinend zu dumm, den Panzer da hinten zu killen. Oder der da irgendwo in der Pampa war. Und ich werde mir mal den Tank schnappen, obwohl ich keine Tank-Spezialisierung anhabe. Und ich gucke mal hier, mein Squad-Kamerad, der wird doch sicher in den Tank rein wollen. Bubi, kommst du in den Tank? Alles klar, dann wollen wir mal losfahren. Und eine kleine Spritztour mit diesem Hochleistungsfahrzeug mal machen. Ich weiß nicht, wo sollen wir denn hinfahren? Ja, jetzt bräuchte ich Navigationsgerät mit Points of Interest. Das wäre mal interessant zu wissen, was er uns da so vorschlägt. Wahrscheinlich schlägt er uns dann hier C vor und ja, das war ganz schlecht. Und ja. Ich habe aber trotzdem noch jemanden ausgeschaltet. Das ist zum Beispiel auch mal so eine coole Sache. 4 zu 3, also mehr Kills als Tode. Was will man denn sonst schon erwarten von mir? Ich als Level 23er Noob kann da nicht mithalten. Nee, ich will nicht Panzer fahren, aber ich würde dir trotzdem gerne mal in ein Geschütz rein. Alter, bleibst du stehen? Bleibst du stehen? Ah, du bist so ein Vollidiot. Darf ich dir das mal sagen, dass du gar nichts drauf hast? Aber ich habe jetzt hier mal ein Quad und jetzt lasse ich niemanden da drauf. Ich bin jetzt auch mal so egoistisch wie der kleine Tanker-Typi da vorne. Luck. Autsch. Autsch. Gut. Ich werde mal hier durch die Pampa düsen. Ah, Hilfe. Aua. Du liebe Zeit. Und er nimmt die Schüsse einfach nicht, weil das kann, nimmt er den Schaden, den ich ihm gebe, natürlich nicht. Aber ich gehe mal hier hoch, werde mal meine süße kleine Sniper nachladen. Und werde mal hier ein... Und werde mal hier schnell einen Gegner ausschalten. Und da einen Mörserschlag drauf lassen. Huch. Ja.
Schnell, 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 ich will nicht sterben, ich will noch nicht, nein, Mann, ich will noch nicht gehen. Och, Leute. Na gut, eventuell werde ich das Ganze mit dem Mörserschlag jetzt noch schaffen, aber okay, mal gucken. Hab ich? Nein, hab ich nicht. Ja, ich würde, ja, bei dir ist schön zu spawnen, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. So, jetzt kannst du sterben. Mal gucken, was haben wir denn hier noch? Annäherungsminen. So, die werden sowieso so unrealistisch weit geworfen, aber das interessiert uns jetzt mal gar nicht. Aber uns interessiert es, dass wir hier mal hochkommen. Alter. Na, okay. Aber snipen ist eine schöne Sache, deshalb einfach mal. Lol. Warum wurde das Ding nur so weit geschmissen? Ich will es aber da hinten hin haben. So, aber ich will auch hier hoch. Leute. Ich will doch nicht. Ja, Hilfe bei Annäherungsminen ist ja schön und gut, aber wenn ich hier nicht hochkomme, ist ja auch kacke. Ich bin doch hier eben hochgekommen. So, jetzt aber. Ups. Ach komm, dann gehe ich halt hier durch. Ist mir dann auch egal. Lass ich mich halt killen, so ist das halt in dem. Ist das ein Tank? Ist das ein. Nein, es ist kein Tank. Oder es war mal ein Tank, sagen wir so. Entweder ich lagge schon oder ich bin einfach nur ein bisschen verpeilt gelaufen gerade. Ich werde mal eine Granate hier auf gut Glück. Warum nicht, ne? Und nachladen. Haben wir hier irgendwelche Gegner? Ja, das scheint mir aber so. Ja. Gesagt, getan. Ja, super. Aber wie mache ich das? Mit 10-fach Zoom ist mir im Moment zu viel und 4-fach Zoom, ja, probier's mal aus. Weil das 10-fach Zoom, es kommt mir im Moment so vor, als ob ich nur im Nahkampf spielen würde. Ist ja auch doof. Aber wenn es halt so ist, dann ist es halt so. Und dann werde ich mich mal hier an dem 4-fach Zoom bedienen. Dann kann ich wenigstens mit Mühe und Not über mittlere Distanz kämpfen. Ja, ich hab dich noch, du kleiner Depp, du. Die, hier, die Dingsbums. Na, wie heißt du denn? Der Revolver da, der ist schon ziemlich gut. Der macht mir Spaß. Und jetzt will ich bei dir spawnen. Und den Kommandoposten natürlich auch noch mit einnehmen. Ja, das ist ja mal sehr schön, danke dir. Und ja, das können wir mal gucken, dass wir hier einen. Ja, das hat's jetzt echt gebracht. Da will ich einen hinhaben, du Vollhonk. So. Und dann werden wir mal gucken, hier ist nix. Und ich habe die Basis geholfen. Die Granate fliegt mir natürlich total daneben. Aber okay. Ich weiß aber, dass du da stehst. Och komm, du Vollnoob. Mit dem Anti-Tank ist der nicht süß. Oh, der hat's so drauf. Er traut sich natürlich nicht mit seiner AKS hier drauf zu schießen, aber. Nein, das macht man mit dem Rocket Launcher, mit dem Dingsbums da. Also das ist total toll. Alter. Und ja, das ist doch auch mal nicht schlecht so. Und lad nach, lad schneller nach, schneller, 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 genau. Weil dann kann ich nämlich hier mal so ein bisschen aufpassen, dass uns da niemand so in die Quere kommt. Oder in die Gerade kommt, oder ins Quadrat kommt, oder was weiß ich nicht, wohin kommt. Auf jeden Fall, dass er uns hier fernbleibt. So, da hinten hat sich was bewegt. Aber hinter den Kaktusen sieht mich natürlich niemand. Weil ich ja so wunderschön getarnt bin. Aua! Aua! Da war doch noch irgendwo so ein Typi, der meinte, er müsste sich mit mir anlegen. Hilfe bei kritischem Kill, auch nicht schlecht. Immer wieder gerne. Kill-Assist-Nadeln. Bei wie viel Kills habe ich denn dann geholfen? Muss ich nachher mal gucken. Ich bin mir nämlich nicht mehr ganz sicher. Kill-Assist, ich glaube bei 7 Kills geholfen oder so. Weil die normalen Nadeln gibt es ja immer bei 7 Stück, oder? Zum Beispiel Pistol Efficiency oder so ein Zeug. Das gibt es so immer bei 7 Kills, oder? Weiß ich nicht. Kein Plan. Sniper, ich weiß, dass du da bist. Und du kannst dich nicht vor mir verstecken. Alter, sag mal, du bist auch ein hartnäckiger Kerl, du. Ja, mit dem Tank stand er da ganz hinten, hat die Optik draufgeschraubt. Ist das nicht toll? Und er hat mich dann hier weggeblasen. Na gut,
Ich werde mal bei Sniper bleiben, weil ich diese VSS einfach nur so richtig cool finde. So, ich werde einfach mal hier eine Mine hinschmeißen, so eine Annäherungsmine hinschmeißen, damit ich auch weiß, ob uns irgendjemand hier meint, den Kommandoposten wegnehmen zu müssen. Hat's dich gerade weggehauen? Ja, das kann sein. Da hinten ist auch niemand und ich habe mal bei der Basiseroberung geholfen. Da ist, wo ist denn da? Da hinten ist doch einer. Alter, komm schon, muss das denn sein? Okay, dafür wäre das 12-Fach-Zoom jetzt immer wieder unglaublich praktisch. Ja, was willst du denn? Ich muss abhauen und ich werde jetzt direkt sterben, weil der Sniper mich wahrscheinlich gesehen hat. Ja, nein, der Tank hat mich gesehen. Ja, jetzt würde ich aber auch gerne mal wissen, wo der steht. Ganz im Ernst. Aber ich will es mir jetzt nicht antun mit Pionier hier rein. Ich gehe mit Pionier. Der Tank ist mir einfach nur zu blöd und geh sterben. Geh einfach nur sterben. Hilfe bei Fahrzeugzerstörung. Jetzt habe ich eine einen Dingsbums verschossen. Nur dafür, dass ich Hilfe bekommen habe. Ist das nicht toll? Ja, ich nehme die Uzi einfach mal, weil ich nichts anderes hier habe, was mir ordentlich gut gefällt. Und der Typ geht ganz außen rum. Kluge Idee, aber nicht besonders zeiteffizient. Da hinten haben wir doch einen. Ah, okay, also die Waffe ist auf Distanz wohl doch nicht so toll. Aber dafür hab ich ja eigentlich das Sniper nehmen wollen, aber... Okay, warum nicht? Warum ist der Part denn schon rum? Mensch, das macht doch gerade so viel Spaß. Herrgott, nochmal. Ja, ich werde einfach mal nochmal hier in die Gegner reinlaufen. Damit sie mich killen oder auch nicht. Ja, so oder so ähnlich. Dann werde ich mich halt hier an die Ecke stellen und würde sagen, ja, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Battlefield Bad Company 2 mit mir, dem Super.